befürchte, ich werde gleich die Antwort bekommen. Ist das geil. Hallo Fellas, da bin ich wieder. Kurze Pause gemacht. Und jetzt geht's weiter. Wir haben Scheiße gebaut, alles ist explodiert. Hier ist alles Feuer voller Funken und Flammen und Rauchen ist hier verboten. Ah, ich ahne Böses. Na gut, wenn wir mal weitermachen. Müssen hier das Kabel verbinden. Check. Hier geht's weiter. Kaputt, kaputt, kaputt. Eine Leiter. Noch eine Kiste. Warum schüttel ich das immer? Wahrscheinlich wegen dem Geräusch, aber Bier schüttelt man nicht. Das macht man nicht. Na gut. Ich schätze mal, dass hier keine Alarmanlagen sind. Hier kann ich getrost alles anschalten. Ich wieder zurück in meine Mitte des Zimmers. Bevor üble Sachen passieren. Okay. Ah, dieses große Ding ist runtergeflogen. Aber ich war nicht schuld. Die Usability von der Zugriffskonsole, von der Brücke war schuld. War viel zu kompliziert. Hätte man viel einfacher machen können. Ja, ist ja easy. Okay. Und los. So, Strom ist dran. Dann machen wir. Boop. 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 Oh Gott. Nein, ist nicht deine Ernte. Wo? Ist nicht dein Ernte! Ernsthaft! Okay, und rein, und rein! Oh, verlass mich nicht, Tracking! Keggis, ey. Komm. Komm her. Puh. Keine Peilung, wo ich hin muss. Puh. Easy. Nein, ohne Scheiß. Das war intens. Oh nein, ernsthaft!
Schränke, 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 Schränke. Das war gar nichts. Okay, John Wick Mode activated. Come at me. So, jetzt kann ich in Ruhe alle Schränke aufmachen. Bestimmt ist hier irgendwas. Wenn nicht, dann kotze ich. Nichts. Puh, safen. Immerhin ist er. Fuck. Hätte ich doch nichts gesagt. Muss ich. Oh shit. Ich bin gerade irgendwie in die Lüfte erhoben, ungewollt. Oh, fuck you. Wieder. Da ist noch einer. William will ich jetzt gerade nicht in Anspruch nehmen. Was war das jetzt schon wieder? Puh. Ja, das war nicht John Wick-like gerade. Also, bisschen, aber nicht ganz. Was war das? Was ist das?
Nix. Nichts, wieder nichts. Nie kriege ich tolles Zeug. Okay. Puh. Nee, William benutzen wir jetzt nicht. Na, das schaffen wir. Oder? Ja, William verschonen wir. Vielleicht haben wir Glück mit irgendwas. Ups. In den Autos drin. Oh Mann, das Rider geht mir ein bisschen auf die Nerven. Gott sei Dank ist... Ach so, das ist nur eine Lampe. Ich dachte ein Geschütz. Okay. Machen wir das da. Was heißt, wir nehmen das. Machen das da. Und dann machen wir hier. Und dann das. Und dann okay. Und das nehmen wir auch. Okay. Die nehmen wir natürlich auch mit. Müsste alles sein. Brauchen wir eigentlich nicht. Was mich aber interessiert, da muss ich nochmal zurück. Und zwar, was ist, wenn ich da noch hinlaufe? Komme ich da überhaupt hin? Ist da irgendwas Tolles? Kann mir das jemand sagen? Und den Strider kriege ich auch nicht down. Nee, nee. Da kann man nicht. Der ist immer noch wütend. Okay. Oh. Hast vergessen. Okay. Joch. Chill mal deine Basis, Junge. Dumme Deckung, ich weiß. Okay, einer down. Was andere? Was? Das waren alle? Okay, safe. Gott, wo lang? Energie? Ich brauch fucking Munition. Yes.
Dreiser, Dreiser, 3000. Bam. Bam. We did it, right? Hätte man das machen sollen, so wie ich das gerade gemacht habe? Ich glaube nicht. Puh. First try. Ich schätze mal, ich muss da reinspringen jetzt. Na gut. Hui. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, safen wir. Dann gehen wir rein. Ja, ja. Whoa, yeah, okay. Nein, nein. Nicht mein Helm, nicht meine Waffe. No, probably not. So, this is it. Yeah. And then you'll come out with Gordon, safe and sound. So everything is gonna be... Everything will be fine, Russ. Talk to you soon. What? Why? Dad? Dad? Exfiltration. Okay, this is weird. But I don't know, it doesn't look too dangerous. Hä? Wo sind meine Waffen? Ich bin doch im Schiff gewesen eigentlich. Es ist ja komm, verkehrt herum. Aber immerhin was zum Essen. Kochen kann man auch. Besteck kennen wir auch. Klopapier, ganz wichtig. Eine schöne Dubberware. Von Tupperware, dann können wir schön alles konservieren. Ja, hier kann man leben. Wollen wir aber nicht. Okay. Richtig. Weird. As fuck. Was? In Wirklichkeit ist alles eine Simulation. Ba, ba, ba. Ja, ich glaube, um das Spiel zu gewinnen, muss ich jetzt hier ein bisschen... Nichts. Geht nicht. Das ist kein Putzsimulator. Alter! Hier bin ich zu Hause. Nö. Jo, chill deine Base. Ja, man fängt immer von unten an. Ist wichtig. Hm, was rechnest du da? Hm? Brauchst du Hilfe? Oh, geil!
normaler Mensch hätte das auch nicht gemacht. Mit der Faust durch die Scheibe. Ah, ganz gemütlich. Fernseher, Wattich, Bücher, Eimer. Die sind leer. Ja, jetzt geht die Qualität runter. Wow. Was? Goll. Muss ich jetzt? Ich traue mich nicht. Muss ich jetzt da runterspringen? Ist ja geil, wenn das jetzt irgendwie... Ihr wisst schon. Das setzt die... Oh, ein Helm. Ja, Schwerkraft ist anders. Aber trotzdem, wenn ich jetzt da runterspringe, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Aber normalerweise schon. Müssen wir einfach ausprobieren? Macht keinen Unterschied. Ja, ich dachte, ich hatte jetzt Angst, sie bricht sich schon wieder irgendwas, wie letztes Mal. Das ist richtig nice. Moment, das ist kopfüber. Oh, sowas liebe ich. Valve, ihr habt echt ein Meisterwerk erschaffen. Voilà. Jetzt noch Wasser kommen würde in der anderen, in der umgekehrten Schwerkraft. Das wäre geil. Wow. Ich hätte jetzt fast geglaubt, dass da so eine geheime Botschaft gewesen wäre. Aber das wäre zu fancy. Ist der... Ja, der ist bestimmt tot. Ich brauche auf jeden Fall eine Waffe. Sicherheitshalber. Puh. Oh Gott! Oh. Ich hab's gewusst! Dead. Ganz klar. Ganz klar dead. Ja, Oh, okay. Für einen Nutzen hat, haben diese Räumlichkeiten. Sind das Erinnerungen, oder? Ich
befürchte, ich werde gleich die Antwort bekommen. Ist das geil. Okay. Puh. Wollen wir? Los geht's. Oida. Kommt jetzt ernsthaft Matrix-Musik? Verschickt. Baguette. Nicht. Nicht nehmen. Ich habe so das Gefühl, gleich kommt Neo. Sind wir wieder hier? Ich bin ein fucking Jedi! Gib mir mehr Macht! Jetzt hab ich's raus. Okay, doch nicht.
gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich die werfen soll. Oh Scheiße. Ist da irgendwas Nützliches? Nein. Nützliches. Fuck. Nein. Sorry Leute, aber ich muss ganz oft speichern, weil ich einfach dieses System noch nicht so d'accord mit dem System bin. Aber es fühlt sich gut an. Ups. Noch eins. Los. Okay. Keins mehr. Okay. Okay. Lass sie kommen. Lass den Kabel. Hallo, hallo. Oh, fuck. Komm, lauf. Arsch. Hör mir Schreck. Schwerkraft. Den will ich nicht dafür verschwenden. Ah, da ist nix. Das. Nehmen wir da. Gut, da sind noch welche. Was ist das jetzt?
Was ist, wenn ich beide mache? Das gibt's doch nicht. Jetzt hätte ich ihn treffen können. Okay, müssen wir doch ein bisschen Kamikaze machen. Und zwar so. Gib mir die Waffe nicht. Mächtig bin ich. So fühle ich mich. Und ich komme der Wahrheit immer näher. What? What? Nein. Nein, oh Mann. Ich schätze mal, jetzt ist gleich Endspurt. Puh. Okay. Nein. Das ist nicht wirklich der, den ich denke. Ist nicht dein Ernst. Alright, Gordon. Let's get you out of this thing. Das ist nicht Gordon Freeman. Das ist gar nicht Gordon Freeman. Impressive work, Miss Vance. Gordon. Nein. Freeman? Gordon Freeman. Miss Vance. You wouldn't need all that to imprison Gordon Freeman. So, who are you? Perhaps what I am is not as important as what I can offer you in exchange for coming all this way. Some believe the fate of our worlds is inflexible. My employers disagree. They authorize me to nudge things in a particular direction from time to time. What would you want nudged, Miss Vance? The Combine off Earth. I want the Combine off Earth. That would be a considerably large nudge. Too large, given the interests of my employers. Well, you asked. What if I could offer you something you don't know you want? Dad? What? Is that me? What is this? What's happening? We are in the future. This is the moment where you watch your father die. Unless... What? Unless what? Unless you were to take matters into your own hands. Thank you.
Release your father, Midlands. As a consequence of your action, this entity will continue, and this entity will not. Right. So he's okay, right? He lives. My dad lives. You are aware that you've proven yourself to be of extraordinary value. A previous hire has been unable or unwilling to perform the tasks laid before him. We have struggled to find a suitable replacement. Gordon Freeman. Until now. No! I just want to go home. Send me home! I'm afraid you misunderstand the situation. Miss Vance. Wait! Hey, wait! 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 Das war's? Das war Half-Life Alyx. Geschafft. Gut, das Ende habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Dass G-Man da eine Rolle spielen haben wird, das wusste ich. Ist klar. Aber dieses Ende habe ich nicht erwartet. Ich weiß nicht, vielleicht kommt noch irgendwas. Ich denke mal, wir spulen einfach mal ein bisschen vor. Aber die Musik ist gut. Die Musik ist richtig gut. Gelungener Abschluss. Wake up, Gordon. She's gone, Gordon. What? Son of a bitch, it has unforeseen consequences. I knew it. When I get my hands on him, I'm gonna kill him. Gordon? I'm gonna kill him. I gotta figure this out. Right now. Come on, Gordon. You got work to do. Wow. Wow. Sprachlos. Die berühmte Crowbar. Das war Half-Life Alyx. Ja, wie gesagt. Es war eine schöne Reihe. Viele witzige und spannende Momente. Bin irgendwie auch froh, dass jetzt die Reihe vorbei ist. Um jetzt was anderes zu starten zu können, aber auch irgendwie ja, ein bisschen traurig. Half-Life Alyx. Ein wahnsinniges Spiel. Nach wie vor finde ich unter den Top-Jahr-Spielen. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ihr seid noch dabei, wenn wir neue Dinge ausprobieren. Vielleicht auch
Was in der Half-Life-Alex-Richtung? Es schreit ja nach einer Fortsetzung. Aber auch haben wir noch ein paar Add-ons uns anzuschauen. Aber ich denke, jetzt gehen wir uns erstmal eine Alex-Pause. In dem Sinn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Anirub Fox. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.